wir sind angekommen. Willkommen im Centerpark Allgäu. Ich habe euch die ganze Fahrt erspart. Ihr habt mich 100 Mal Autofahren sehen. Ihr müsst mich nicht zum 101. Mal Autofahren sehen. Deswegen scheiß drauf. Wir sind drinne. Das hier ist Zimmer Nummer 1. Wir sind in einem 12-Personen-Bungalow, aber mit 6 Leuten. Das heißt, jeder hat sogar sein eigenes Zimmer. Hier auf der anderen Seite ist ebenfalls nochmal ein Zimmer mit kleinem Bad hinten dran. Dann, was haben wir eigentlich hier? Ich glaube, das ist so ein... nochmal ein Bad. Dann zum Aufhängen für Klamotten. Großer Spiegel. Hier ist ein wilder Alex, der schon den Fernseher testet im Wohnzimmer. Dann haben wir hier eine riesen Sitzecke und eine Küche, die auch sehr, sehr nice aussieht. Sogar mit so einem Eisspender-Kühlschrank-Ding. Überall wurde schon dick Werbung hingehängt. Hier hinten sind zwei Zimmer. Einmal das und einmal hier. Das hat sich der Alex geschnappt. Auch mit sehr nicer Aussicht nach draußen. Da ist nochmal ein Bad. Und das war es eigentlich schon für unten. Der Flo ist auch schon am Start. Du baust schon Pfeife auf, ja? Dann haben wir hier so eine riesen Fensterfront und hier hinten noch eine Treppe, die nach oben geht. Da haben Flo und ich uns einquartiert. Also da wäre der Flo und hier ist mein Zimmer. Hab mir, denke ich, auch ein ganz gutes geschnappt. Schön groß. Hier noch direkt mit Bad dran und mit Dusche. Alles wunderbar. Und hinten ist noch ein kleines Highlight. Dachterrasse ist am Start. Und hier haben wir noch ein kleines Wellnessbad mit Infrarotsauna, mit Whirlpool-Badewanne und nochmal mit Dusche hier hinten. Ja, ich würde sagen, hier kann man sich auf jeden Fall ein Wochenende gut gehen lassen. So, das erste Köpfchen wird schon gebaut, oder was? Ja, ganz richtig. Was gibt's Gutes? Kismet Black Kiwi mit Kismet Black Lime kann ich sehr empfehlen. Double Kismet, wild. Black Lime und Kiwi. Richtig. So, die erste Pfeife läuft. Wichtig und richtig. Alex, du hast die VZ Kosten Mini Shades Tuan AO 912. Und was hast du dir gebaut? Flo hat mich gebaut. Ja. Achso, und er hat es dir noch nicht verraten, ne? Nee, ich weiß es noch gar nicht. Muss ja schmecken. Flo hat die Chrysalis dabei. Da haben wir euch ja eben noch den Kopfbau gezeigt. Ja. Und was hast du mit Alex gebaut? Hugas Mies Cherry, Pinkman und Green Tea. Cherry, Pinkman und Green Tea. Na dann, guten Rauch und auf ein geiles Wochenende, Jungs. So, wir sind mit der ersten Pfeife durch hier im Airbnb. Und jetzt gibt es auch schon die ersten Slots. Also wir haben so einen Zeitplan bekommen. Wir können jetzt in Bungalows von Herstellern gehen und dann können wir uns da Sachen von den Herstellern angucken, die wir kennen. Und was sind die ersten, wo wir hingehen? Wir gehen einmal zu bei Candy und einmal zu Hukain. So, die Jungs sind auch angekommen. Moin weiter. Moin Meister. Also, wir sehen uns, wenn wir da sind. Oder auf dem Kart. Vollgas, Junge. So, wir sind im Partymobil unterwegs. Alex, wo fahren wir hin? Zum Business Center? Sie wollen Guide 4. Zur 8. Gar kein Problem. Zur 8? Zur 8. Gut, wir fahren jetzt zur 8. Wir besuchen jetzt bei Candy. Und danach ist Grillen, ne? Genau, das ist Wintergrillen. Ja, Winter ist auf jeden Fall, weil es ist scheiße kalt. Ja. Gut, da fahren wir jetzt hin. Nach kleineren Navigationsproblemen, danke Alex, haben wir es geschafft bei Candy. Gucken wir mal rein. Soll klingeln? Klopf mal. Gucken wir, ob du reinkommst mit deinem Band. Gott sei Dank habe ich die Kamera an, ey. So, wir sind bei Candy angekommen und wir testen jetzt gerade zwei neue Sorten und noch was komplett Neues. Aber mehr darf ich nicht verraten, ne? Erstmal nicht. Na gut, dann darf ich euch mehr leider nicht verraten, aber guter erster Eindruck. Erzähl, was habt ihr Neues? So, wir haben drei Sachen für euch mitgebracht. Einmal ein Darkblend, an dem wir arbeiten, da sind wir jetzt nämlich auch schon sehr lange dran. Dann haben wir für euch unsere zwei neuen Sorten, und zwar einmal unsere Traube und dann einmal unsere Fruchtmischung. Die Namen werden wir euch jetzt noch nicht sagen, das seht ihr dann bei uns auf Instagram. Aber auf jeden Fall, das sind die Geschmäcker. Und Marvin, oder was haltet ihr allgemein davon, von den Sorten bis jetzt? Erstmal ist gut. So, das war unser Besuch schon bei Candy. Es sind immer nur 30 Minuten Slots, das heißt, man muss sich relativ ranhalten. Ah, jetzt geht's wieder ins Partymobil und jetzt geht's zum Wintergrillen. Yes. Sehr wild. Wollt ihr euch aufs winterliche Grillen? Ich freue mich auf noch. Essen. Ja, ja, Mann. Auch Kohldampf. Next Stop, Wintergrillen. Hyped aufs Wintergrillen? Ja, Mann. Hunger. So, hier hinten wird schon fleißig aufgebaut. Salattheke. Oh, ist sogar schon fertig. Ich glaube, da kann es gleich losgehen. Ist noch die Hamburger Station. Und draußen wird fleißig gegrillt. Ihr wartet direkt am Grill, oder was? So ein Ding ist das. Wir waren eben besonders schnell am Menü. Alex? Guten Abo.
Flo, guten Abo. Das ist mein heutiges Abendmenü. So, Nachtisch muss natürlich auch noch rein. Na, Alex? Natürlich. Flo, tu's. Prost. So, Köpfchen ist an. Ich bin jetzt schon zurück vom Abendessen. Man konnte draußen auch noch eine Pfeife rauchen, aber Leute, es ist so geisteskrank kalt. Allein auf diesen Buggys hier rumzufahren, ist wirklich heftig kalt. Deswegen, Pfeife läuft jetzt schön im Warmen. Die Sauna wird warm, das heißt, in 60 Minuten kann es noch einen Saunagang geben. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, da mal wieder schön aufwärmen. Und ja, Köpfchen läuft. So, die Boys sind auch zurück vom Event und machen sich jetzt erstmal Köpfchen ready. Yes, Sir. Was gibt's denn so Gutes? Du bist weiterhin in der Bloody Punch Phase? Wir haben gerade schon off-cam gesprochen. Bloody Punch seit den letzten 10 Köpfen immer mit drin gewesen. Aber ich bin noch nicht so entschlossen, was ich da noch zumix. Kannst du was empfehlen, Marvin, als Bloody Punch Liebhaber? Was hab ich denn so gern zu Bloody Punch? Kiwi Smooth. Wolltest du hier? Grab? Grab Mint? Ja. Aber da muss ein bisschen was Darkblendiges rein. Also, es muss auch schieben, sagst du. Ja, es muss jetzt schieben. Ja, vielleicht der Green Tea vom Alex. Ja, das war ein bisschen schneller. Wenn er den shared. Was gibt's bei dir, Alex? Ich weiß es noch nicht. Ich hab hier Ananas-Shop gesehen, ich weiß noch nicht, wer den dabei hat. Ich hab Fregatte dabei, das heißt, du kannst bisschen. Und Sandro, was gibt's bei dir? Ja, hast du mitgenommen? Ja, auch schon. Pinkman. Im Oblaki, mit Oblaki oder pur? Ja, mit, aber ich weiß noch nicht mit was. Okay, mit, aber mit was ist die Frage. Und sowohl Sandro als auch ich haben die Oculus dabei. Und der werte Herr wollte die ganze Zeit schon mal Oculus probieren. Das heißt, ich glaube, wir werden den Alyosha mal in die virtuelle Realität begeben heute. Metaverse! Ab ins Metaverse. So, die Jungs sind gerade auf eine grandiose Idee gekommen. Wegen, wo ist er? Okay, ich muss weg, weil die Jungs kommen. Weil unten sind Feuermelder und deswegen tragen die Jungs jetzt die Couch ins Badezimmer, weil da ist kein Feuermelder und ihr habt gerade schon das erste Couchteil hochgetragen. Das sieht perfekt aus, du musst dir angucken. Herr, wo habt ihr die Couch jetzt hingestellt, die neue? Ich weiß auch nicht. Die stand schon da, oder? Die war schon da, glaube ich. Ja. Sieht auf jeden Fall so aus, als ob das so muss. Das muss auf jeden Fall so. Das heißt, wir können dann zu zweit in der Sauna sitzen und rauchen, zu zweit auf der Couch sitzen und rauchen und zwei können in der Badewanne. Na gut, vielleicht einer in der Badewanne. Passt. Und ich dachte mir so, Digga, ich schlafe einfach oben, dann ist easy, dann habe ich meine Ruhe, wenn die Ruhe wäre. Ja. Jetzt bin ich am nächsten Laden. Ist das jetzt das neue Wohnzimmer? Ja, das steht vor. Das liebe Wohnzimmer. Hier, Jungs. Wohnzimmer. Perfekt. So, Sandro und ich haben beide die VR-Brille dabei und wir zeigen gerade Yannick und Ali hier VR und die Jungs sind gerade schön am Beat Saber grinden. Wie ist der erste Eindruck, Ali? Kannst du dabei erzählen? Geisteskrank, ja. Also wir haben ja gerade schon ein, zwei Runden gespielt, jetzt das zweite Mal. Es ist intuitiver jetzt geworden, am Anfang ist es aber eine komplett neue Welt. Also ich habe noch nie VR irgendwie auf den Augen gehabt, sagt man auf den Augen? Ja, würde ich sagen. Es ist krank geil, also es macht übel Bock. Ich bin gespannt, was da noch in Zukunft kommen wird. Zack, zack, zack. Und anstrengend. Und Yannick, was sagst du in deiner ersten Runde VR ever? Also es ist auf jeden Fall eine geile Erfahrung, muss ich sagen. Ich habe vorhin so ein bisschen belächelt dieses Jahr, okay, das ist, macht Bock und so, aber... Es macht echt, Bock? Es macht richtig Bock. Also es ist echt übelst nice. Muss ich echt Pass sagen. Mal auf, wenn ich dir später noch Pavlov zeige und du ein bisschen rumballern kannst. Ich sag dir ehrlich, ich fand damals Wii schon richtig impressive, ne? Mit diesen Gestensteuerungen und sowas. Aber das ist halt, du bist richtig drin. Du bist literally drin, ja. Das ist das Gestörte daran. Gut, ich lasse die zwei hier nochmal ein bisschen weitermachen. Okay, Ali probiert jetzt gerade eine Runde Rollercoaster in Virtual Reality. Mal gucken, ob er umfällt. Nee, ich hoffe nicht.
Ich bin noch oben, wir fahren gleich runter und das fühlt sich jetzt schon komisch an. Oh, Digga, nein, du hast es verdiktet. Digga, hör auf. Hä? Hä, Digga, was ist das? Was ist das? Digga, hör auf. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ey, ich kann nicht. Digga, mir wird schwindelig. Digga, oh, Junge. Ich darf nicht fallen, Marco. Junge, meine Knie. Fertig. Boah, zum Glück. Oh, Digga. Auf einmal, du machst nichts, auf einmal wackelst du. Mach das, bitte. Mach das und sag mir, dass das nicht komisch ist. Boah, ich mach das. Das ist geil. Weißt du, was das Prinzip dahinter ist? Ja. Das Gehirn wird in verschiedenen Arealen dadurch stimuliert. Und ein Areal ist das Kleinhirn. Und das Kleinhirn denkt logisch und versteht, dass du eine Brille auf hast und dass es nicht real ist und dass du gerade hier stehst. Aber es gibt noch ein anderes Areal im Gehirn, das dafür da ist, Gefahrensituationen einzuschätzen. Und das denkt nicht das logisch. Boah, Junge, ich merke jetzt schon, ne, wenn ich so nach hinten gucke. Das habe ich erst so mache. Wann bist du oben? Ich fahre jetzt. Oh mein Gott. Da war der erste Moment, wo ich die Kurve gemacht habe. Ich kipp safe um gleich. Ey, Junge, das ist geisteskrank. Guck dich ruhig mal um. Lass dich drauf ein. Boah. Ey, ich kipp wirklich. Oh. Holy shit. Oh mein Gott. So, gerade noch ein kleiner Saunagang. Das hat sehr gut getan. Jetzt werden wir uns noch ein letztes Köpfchen anmachen und dann ist Feierabend für heute. Morgen ist relativ früh Frühstück. Wir haben jetzt kurz vor 12, um 8.30 Uhr müssen wir beim Frühstück sein. Aber ein Köpfchen muss noch rein. Wichtig und richtig. Aber an euch, gute Nacht und bis morgen. Falsche Richtung. Hallo, ich bin fleißig am Aufnehmen. Ja, wir wurden eben fast abgeschleppt, das konnten wir aber gerade noch mal retten. Sind jetzt auf dem Weg zurück ins Haus und dann gibt es ein Frühstücksköpfchen. Wollen wir erst noch kurz ein bisschen auch hier auf den Spielplatz vielleicht? So, boah, ich hätte Kopf zu rauchen, sag ich, nee, da hätte richtig Bock auf den Kopf. Und wenn wir beim Schaukeln den Kopf rauchen? Das wäre natürlich eine Option. Schaukeln und rauchen habe ich noch nie gemacht. Habe ich auch noch nicht gemacht. Boah, geil, guck mal, kannst du hier so fahren. Schaufen nennt man das denn, oder? Schneller, Flo, schneller. Schneller, guck mal, hier ist schon Kickdown. Mehr geht nicht. Schwache Leistung auf jeden Fall von unserem Golfkart hier. So, next stop bei Shades. So, so. Geheime neue Sorten. Wild. Kopf bauen kannst du, oder was? Das ist meine Spezialität. Und Sandro, bei dir läuft der Traube Minze von Shades? Ja, läuft. How is it? Fresh. Fresh. Fresh ist echt gut kalt, ne? Aber lecker. Gut kalt. Sehr gut kalt. Ja, jetzt stehen wir gerade so draußen. Aber hier geht's tatsächlich, weil es hier richtig geil warm ist in der Sonne. Es ist eigentlich minus 1 Grad, aber die Sonne wärmt gut. Und jetzt filmt Sandro mich, wie ich filme. Eine Filmception. Man kennt sie. Man kennt sie. So, wir haben jetzt gerade das nächste Köpfchen gebaut. Wir rauchen hier noch geheime neue Sorten, die wir noch nicht verraten dürfen. Übrigens das erste Mal, dass ich auch mit dem Nagilem HMD rauche. Auch auf der NPS Tradi. So langsam gefällt es mir immer besser, muss ich sagen. Am Anfang war ich nicht so großer Fan, aber mittlerweile wird immer besser. Schläuche haben wir bekommen mit Mundstücken. Und jetzt rauchen wir die geheime neue Sorte. Aber wir dürfen leider noch nichts verraten, was sehr belastend ist. Und wie schmeckt es dir?
schmeckt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Bisschen kalt noch, aber reines Aroma. Schmeckt sehr, sehr lecker. Ist auch schon das zweite Köpfchen davon. So, wir müssen weiter. Nächster Termin steht, aber Shades, sehr, sehr gute Gastfreundschaft. Es gab Pfeife, es gab Waffel, es gab Süßigkeiten, es gab Kaffee. Und genauso macht man mich glücklich. Und jetzt geht's zu Fun 44, die Spieletische. So, und ab geht's in unser Liberty-Mobil. Alex, Navigator, weißt du schon, wo wir hin müssen? Sehr weit weg auf jeden Fall, das wird lustig. Oh, und vor allem wird es kalt. Es gibt wieder dezente Navigationsprobleme, aber wir werden es bestimmt irgendwann schaffen. So, wir sind angekommen bei Fun 44 und die Jungs haben ja schon schön den Spieletisch in die Mitte gewandert. Perfekt. So, wir haben jetzt die letzte Stunde oder so hier schön Fun 44 gezockt. Jungs, danke nochmal. Und wer weiß, vielleicht sieht man ja wirklich irgendwann so ein Ding mal im Studio. Ich glaube, die Jungs waren auch begeistert, oder? War sehr, sehr geil, wirklich. Ja. Sehr, sehr gut. Das hat sich irgendwie voll abgesprochen angehört, aber nee, wir hatten wirklich viel Spaß hier zu zocken. Und ich bin sogar ein bisschen besser geworden in Magic Towers. So, wir sind angekommen bei Al-Wazir. Hier wurde schon alles schön präpariert. Merch, Mundstücke, Feuerzeuge. Was ist das denn? Der geht nach Japan, oder was? Wir sind auch in Japan. Kann ich mir so einen mitnehmen? Ja, sicherlich. Das ist ja übel geil. Kann ich mir den direkt sneaken? Ja. Warte, welche Sorte will ich mir denn direkt sneaken? Traube, Minze, unten. Ja. Traube, Minze, Zitrone, Minze, Wassermelone, Minze. Digga, das ist ja, also ich meine, da sind eigentlich nur japanische Schriftzeichen drauf, aber das catcht mich ja gerade anders. Ja, wir sind auch sehr happy. Also Japan ist natürlich auch ein Markt, der ist auch jungfräulich, ist ganz neu. Und seit wann seid ihr in Japan? Ja, das ist seit, seit diesem Jahr. Krass. Und habt ihr schon irgendwelche Bars, wo ihr auch wisst, dass die existieren? Ich frage für also in Japan, potenziellen Japan-Urlaub irgendwann. Ja, da möchte ich natürlich auch noch mal gerne hin, aber so weit sind wir noch nicht vorgedrungen, ja, dass wir da den Markt jetzt analysiert haben. Ja. Wir haben jetzt erstmal geliefert. Okay. So. Ja gut, dann hole ich mir aber irgendwann von euch die Empfehlung. Ja, gerne. Wahrscheinlich sind wir so, bitte. Das heißt, das ist so, hier werden wir es uns dann gleich machen. Und hoffen, dass der da nicht anschlägt. So, die Truppe hat sich versammelt. Maxi, du hast schon Köpfchen an. Was gibt's Gutes? Du hast Cola und Pusher, ne? Und? Thumbs up oder Thumbs down? Thumbs up. Die nächsten Köpfe sind hier alle schon in Vorbereitung. Die Truppe hat sich versammelt. Und jetzt gibt's auf jeden Fall einen kleinen Stresstest für den Feuermelder. Werden wir sehen, ob der ausschlägt. Gucken wir mal. Was rauchen wir jetzt, Alex? Pusher von 18 Karat. Pusher von 18 Karat, nice. Er ist heiß und wir haben keine Zange. Perfekt für mich. Das hat literally keiner eine Zange, ne? Alrighty, Kuss an Al-Wazir für die Gastfreundschaft. Wir haben gerade die Nachricht bekommen, dass wir jetzt noch einen Fun 44-Tisch bei uns ins Haus bekommen. Und das heißt, wir müssen da jetzt schnell hinfahren, damit wir den annehmen können. Der Transporter steht da wohl schon. Und dann können wir gleich weiter Magic Towers zocken. Weil ich glaube, Flo ist auch dezent Magic Tower abhängig geworden, ich bin oder? Absolut süchtig. Hast du Bock? So, tatsächlich hat uns hier das Fun 44-Team jetzt in unseren eigenen Bungalow einen fucking Spieletisch hingestellt. Das heißt, später, wenn wir von unseren Trips wiederkommen, können wir hier schön Magic Towers zocken die ganze Nacht. So, Tisch wurde eben noch kurz eingeweiht, jetzt müssen wir aber weiter. Als nächstes geht's noch kurz zu Zipsmoke, hat leider ein bisschen gedauert, bis wir den Tisch drin hatten. Und nach Zipsmoke geht's noch zu Revo und dann ist Bowling angesagt, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Was zum Teufel ist eigentlich genau hier passiert? Da oben ist ein Kopf drauf. Kriege ich aber noch höher hin. Okay, klopfen wir mal. Klopf, klopf, klopf. Hallo? Passwort? Gut, dann gehen wir wieder. Tschüss. Kein Passwort? Kein Passwort. Kein Passwort. Ach. Kein Passwort. Servus. Moin. Alles klar? Kommt rein. Hey Marvin. Moin. Was habt ihr denn hier für ein Feng Shui vorbereitet? Zu wild. Mit Wasser? Nee, das ist Schokofondue. Schokofondue. Oh, Junge, rein da. Alex, hast du das verstanden? Schokofondue. 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 Schweizer Schokofondue. Schokofondue. Jawohl. Ja, man kann die aufbauen. So, eben noch einen kleinen Prototyp gesehen bei Fresh Smoke. Sehr geiles Ding. Darf ich aber leider noch nicht mehr zu erzählen. Wird aber definitiv cool. Jetzt müssen wir schnell weiter zu Revoshi, weil in 40 Minuten beginnt schon unser Bowling-Turnier. Da werde ich die Jungs mal ordentlich abziehen. So ein Ding wird das. So, Revoshi hat uns hier auf jeden Fall auch sehr gut verköstigt. Wir haben eben geraucht Doppelapfel, Zigarre, Vanille. Übel geile Mischung. Das war in dem Köpfchen da drin. Sehr, sehr nice. Aeon Pfeife am Start, ein paar Tradis und mehr als genug Schnittchen hier. Oh, mega. Jungs, wir sehen uns, Martin. Ich danke dir für deinen Besuch. Thank you very much. Thank you. So, wir sind auf der Bowling Alley angekommen. Und jetzt werden hier noch ein paar Kugeln geschmissen. Okay,
oder zumindest versucht. Wir haben noch kurz was eingekauft, noch ein paar Kleinigkeiten, hier gibt es einen Nahkauf. Und jetzt fahren wir noch mal kurz in die Bude, ready machen. Und dann geht es noch zur Beach Party, die powered by Candy und bei Shades ist. Das heißt, da sehen wir die Jungs dann gleich wieder. Wir haben noch Onkel Bens Reis gekauft im Rewe und noch ein paar Soßen, damit wir gleich noch ein Deluxe-Abendessen haben können. Und ich glaube, ich muss jetzt fahren, weil der Flo vielleicht schon etwas angetrunken ist. Ich habe drei Augen, schwierig. So, gleich ist noch die Beachparty von Shades und von By Candy angesagt. Ich schmeiß mich jetzt in die Badehose, dann geht's rüber. Ich nehme aber nur das Handy mit, vielleicht filme ich euch trotzdem was einfach auf dem iPhone oder so. Mal schauen. Und da soll es auch Abendessen geben. Es ist schweinekalt draußen, also schnell rüber und dann ab ins warme Wasser und in die warme Sauna. Wichtig. So, einen wunderschönen guten Morgen. Sonntag, Abreisetag. Heute ist nur noch Abbau, Einräumen, Autos holen, dann Einräumen, so rum. Angesagt und es wird wahrscheinlich auch nicht mal mehr ein Frühstückköpfchen geben. Ja, sehr traurig, aber war eine schöne Zeit. Wir sehen uns gleich beim Aufräumen. So, die Aufräume sind im vollen Gange. Das Aufräumen ist im vollen Gange oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist jetzt der ganze Scheiß weg, den wir hier innerhalb von kürzester Zeit produziert haben. Bis zum nächsten Event. Bis zum nächsten Event. Du bist ein Lügner überhaupt. Alex. Bis zum nächsten Event. Bis zum nächsten Event, Marc. Natürlich. Flo, bis zum nächsten vielen Event. Dank. Bis zum nächsten Ali, bis zum nächsten Event. Wo ist Yannick? Yannick, bis zum nächsten Event. Bis zum nächsten Event. So, das war's. Die Tür fällt gleich zu. Wir gehen noch unsere Bändchen abgeben und dann beginnt die Heimfahrt. Wir haben alles aufgeräumt, war wild.